Jena ist die Stadt der Wissenschaft 2008. Bei der gestrigen Präsentation im Wettbewerb des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft in Braunschweig konnte das Team Jena gegen den Mitbewerber Potsdam für sich punkten. Die hochkarätig besetzte Jury unter Vorsitz des Präsidenten der Jakobs-Universität Bremen war überzeugt vom Dreigestirn aus der Saalestadt. Zum Daumendrücken waren bereits am Dienstag zahlreiche Projektbeteiligte nach Braunschweig aufgebrochen. Jena TV war mit dabei. Mit dem Bus reist eine größere Gruppe, die von Werkleiterin Margret Franz über den Inhalt der Jena-Bewerbung informiert wird. Detailliert kommen die Pluspunkte zur Sprache, denn Potsdam ist zwar der einzige Mitbewerber, dafür ein äußerst schwergewichtiger. Unter dem Slogan Wellenwasserwunder bringen die Brandenburger 4 Hochschulen und 30 außeruniversitäre Institute mit ins Rennen. Die Stärken der Jena-Bewerbung bestehen auf jeden Fall darin, dass wir gemeinsam angetreten sind, dass wir das, was sich in den letzten Jahren entwickelt hat, zu einer wirklichen Arbeitsgruppe, aber auch innerhalb der Stadt, dieser Bewusstseinswandel von der Zeiss-Stadt zur Wissenschaftsstadt, dass das in dieser Bewerbung einfließt. Denn es geht ja nicht darum, dass die Wissenschaft ihre Leistungen vorstellt, sondern es geht darum, was die Stadt für ihre Wissenschaft tut. Und da hat sich in den letzten 3, 4 Jahren in Jena Erhebliches getan. Selbstbewusstsein zeigen, dazu ermuntert auch Markus Ortlieb vom Deutschen Patent- und Markenamt und untermauert seine Rede mit den vielen Patenten, die Jenaer Ingenieure und Wissenschaftler bisher ihr eigen nennen können. So vergeht die 3,5-stündige Reise bis Braunschweig schnell. Vom alten Rathaus in Braunschweig grüßt die jetzige Stadt der Wissenschaft die Wettbewerber für den nächsten Titel. Für den Tag erwartet die Jenaer Delegation noch ein Workshop, in dem sich alle bisherigen Titelträger präsentieren. Den Potsdamer Stand dominiert eine Experimentalküche. Die Jenaer haben die Imaginata in den Vordergrund gestellt. Zum Souvenir wurden Erfindungen aus der Saalestadt, die in Zuckertüten verpackt wurden. Margret Franz, die mit ihrem Team die Gesamtkoordination übernommen hat, sieht dem ersten Jenaer Auftritt gelassen entgegen. Juryvorsitzender Joachim Treusch moderiert den Workshop auf dem Weg zur Stadt der Wissenschaft, Erfolge und Erfahrungen. Die Dresdner, die 2006 den Titel trugen, fassten das Wissenschaftsjahr unter der mutigen Formel Tal der Ahnungslosen. Viele der Projekte haben sich danach dauerhaft etabliert. Henning Schärf, der jetzt Mitglied der Jury ist, spricht über die Bremer Erfahrungen. Getauften zu predigen macht sie zu Missionaren. Unter diesem Motto übernahmen Axel Burchardt und Randolf Margol in jeweils 4 Minuten eine Vorstellung von Jena. Ein herausragendes wissenschaftliches Laboratorium sei die kleine Stadt, in der vieles auf dem kurzen Dienstweg erledigt werden kann. Als gutes Omen wurde das im Raum befindliche Porträt des Jenaer Universitätsgründers Johann Friedrich gewertet. Also ich fand, dass der Workshop für uns sehr wichtig gewesen ist, einfach auch nochmal aus erster Hand die Erfahrungen anderer Städte kennenzulernen. Denn hier waren ja wirklich die Akteure mit am Start und auf dem Podium, die also mit anderen aus ihren Kommunen gemeinsam die Programme entwickelt haben und auf den Weg gebracht haben. Und die auch jetzt schon wissen, was gut läuft und was nicht gut läuft. Und ich glaube, das hat uns auf der einen Seite nochmal auch Anstoß gegeben, nochmal nachzudenken über das ein oder andere, was wir im nächsten Jahr realisieren wollen. Aber auch uns Mut gemacht, also so weiterzumachen, wie wir bis jetzt begonnen haben. Um vor der entscheidenden Präsentation locker ins Gespräch zu kommen, lädt der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft zu einem Abendessen im Schloss Richmond, dem einzigen Schloss, das Braunschweig noch besitzt. Molekulares Kochen ist in diesem Zusammenhang angesagt und auch die Musik beweist Avantgarde. Die Präsentation der Jenaer holt Biblisches in die Gegenwart, den Erzengel Michael und das Paradies. Das Willkommen in Selbigen zelebriert Markus Heinzelmann vom Jenaer Theaterhaus mit seinem Film. Die Schauspielerin Saskia Täger befragt das Jena-Team nach Zahlen und Fakten. Die Kandidaten kennen die Fragen nicht. Es ist wirklich, ja, ich hoffe, dass wir, ich glaube,
Neben Oberbürgermeister Albrecht Schröter bestreiten Unirektor Klaus Dicke und der Chef der Carl Zeiss Mikroimaging Ulrich Simon die Bewerbung Made in Jena – Wissen und Wachsen. Die Erfolgsgeschichte der Stadt wird aus der Begegnung von Zeiss, Appe und Schott begründet. Das Geheimnis war, dass Wirtschaftsunternehmen wie Zeiss und Schott ihre Gewinne oder große Teile ihrer Gewinne reinvestierten in Wissenschaft zum einen, das heißt Universität, aber eben auch in das öffentliche Leben, Sozialleistungen, Kultur, Freizeitgestaltungsmöglichkeiten und damit ein solches Perpetuum mobile des wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Aufschwungs generiert haben. Die hochkarätig besetzte 16-köpfige Jury hat sehr konkrete Nachfragen bezüglich der Frauenfreundlichkeit, der Wertigkeit der Geisteswissenschaften und herausragender Programmpunkte. Auch Wirtschaftsminister Jürgen Reinholz wirft sich mit in die Bresche. Potsdam setzt bei der Präsentation zunächst auf Kinder. Peter fragt, wenn. Ich, Oberbürgermeister von Potsdam, wäre. Weißt du, was ich dir sagen würde? Nichts, du bist nicht Oberbürgermeister. Weiß ich selber. Aber weißt du was? Ich würde sagen, Potsdam muss Stadt der Wissenschaft werden. Denn Otto Lilienthal, die Brüder Humboldt, Helmholtz, die sind alle hin zur Schule gegangen. Ja, aber das ist doch Vergangenheit. Was ich nicht schlecht finden würde, wäre, dass unabhängig davon, welche Stadt es wird, man sich überlegt, ob man nicht dann auch für das Jahr 2008 das eine oder andere Projekt gemeinsam versucht zu realisieren. Ich glaube, das wäre ein ganz gutes Zeichen. Es ist die Stadt des Dreigestirns. Also man merkt Jena natürlich an, es gibt wirklich kurze Wege in der Stadt, man begegnet sich, man redet miteinander. Und dieses Gespräch, auch dieses Gespräch zwischen den verschiedenen Beteiligten, schien sehr weit fortgeschritten und sehr etabliert zu sein, sodass wir das Gefühl hatten, das kann auch sehr, sehr nachhaltig wirken. Der Jubel unter den rund 60 Jenaern in Braunschweig wollte kein Ende nehmen. Der zweite Anlauf zum Titel war erfolgreich. Wir haben es geschafft und ich bin wirklich sehr, sehr glücklich. Und jetzt machen wir was draus. Wir sind Wissenschaftsstadt. Wir werden Jena weiter voranbringen. Das wird ein wahnsinniger Schub auch für den Wissenschaftsstandort Jena sein. Dem Schwung sollen bald Taten folgen. Ich denke, wir haben in den zwei Tagen hier auch jede Menge gelernt. Das war ungemein anregend, auch was Potsdam präsentiert hat. Und ich muss Potsdam auch ein Kompliment machen für die Präsentation und für die Vorhaben, die sie haben. Da können wir eine Menge lernen von. Und im Übrigen glaube ich schon, dass wir an den einen oder anderen Stellen auch kooperieren können. Doch zunächst gingen die Delegationen getrennte Wege. Die einen, um zu Hause zu feiern, die anderen mit einem Trostpreis, dem Geld für die Wiederauflage des Edikts von Potsdam.